Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich nicht alleine. Mein Name ist Claudi, das ist Sarah Isabel und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich in meiner Welt, ja, die heute umgezogen ist und zwar hier in meine Welt. Ja, heute möchten wir gerne mit euch zusammen ein weiteres ungeschönt Video schminken und ja, das machen Sarah, Isabel und ich dieses Jahr jeden Monat und jetzt ist ein ziemlich cooles Thema dran, aber da kommen wir gleich zu. Und wenn du Bock drauf hast, mit uns so ein bisschen zu eskalieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ne? Was machen wir hier eigentlich? Wir spielen heute Make-up Jenga. Ich glaube, das war mit eins der meistgenanntesten Wünsche, was wir mal zusammen umsetzen sollen. Und ich bin so froh, dass wir das jetzt machen. Ich bin mega gespannt, aber ich glaube, das wird auch interessant. Also ja, definitiv. Ich bedanke mich und verteufel es gleichzeitig, dass, dass dieses Make-up-Jenga-Gedönsen überhaupt von Unlikely irgendwann mal ins Leben gerufen worden ist. Denn wie oft habe ich mir diese Videos angeschaut und mir gedacht, boah geil, da hätte ich so Bock drauf, das auch mal zu machen. Ja, und jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, dass wir beiden Verrückten das zusammen machen können und ihr Verrückten könnt zuschauen. Wie wir was Verrücktes machen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. Also die Hälfte werden wir hier schminken und die andere Hälfte seht ihr dann heute um 19.30 Uhr bei Sarah Isabel auf dem Kanal Like a Daisy in Spring. Schaut gerne vorbei. Ich bin so aufgeregt. Ja. Ich würde sagen, wir starten das Chosen-Ding hier mal. Ja, auf geht's. Fängst du an mit ziehen? Auf geht's, ab geht's. Drei Tage warten. Hoffentlich nicht. Und der steht. Mit Lieblingspinsel. Nein. Woo! Oh, das ist alles. Ich nehme den. Concealer. Gönn dir. Ja, damit komme ich gut klar. Mama. Ich durfte meinen Lieblingspinsel nehmen. Guck mal, das ist der hier. Guck mal. Vor allem, dass du den einfach dabei hast. Was ja. Ist das? Das ist manipuliert. Ich höre auf. Ja. Von BH Cosmetics ist das aus dem, ich glaube, Midnight Pinsel Set, der Foundation Pinsel, den ich echt gut finde. Und ja, ich verwende von Riva Loves Me in der Holy Grails by Maxime Limited Edition diesen coolen Primer. Okay, und ich darf dann als Primer Concealer benutzen. Das wären ziemlich viele Schichten heute, glaube ich. Und ich nutze deswegen einfach mal meinen Lieblingsconcealer. Das ist der Skin Loving Sensitive Concealer von Essence. Und blende den einfach normal in mein Gesicht ein. Also, da ich Primer überall auftrage, einfach überall. Ach, so kriegen die YouTuber ihre Produkte immer so schnell leer. Aber gleich sieht gut aus. Ach, ich werde eh gleich zum Hulk oder so. Was ich übrigens an dieser Stelle erwähnen möchte, wir drehen heute am 9.06. dieses Video bereits und haben eben herausgefunden, dass mein YouTube-Kanal, also nicht das erste Video hochgeladen, sondern dass ich meinen YouTube-Kanal am 9.06. begonnen habe und Sarah Isabel ihr erstes Video an einem 9.06. hochgeladen hat. Ist das nicht krass? Es ist Schicksal. Es hat sich zusammengefunden. Was zusammengehört. Ich würde so feiern, wenn jetzt deine Foundation richtig hässlich wird. Danke. Bitte. So Mascara oder so. Ja, und ich habe jetzt Glück. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Alles klar, dann gehen wir mal weiter. Wieso nimmst du den denn? Wieso machst du Spannung. Das so? Nein, du machst das so gefährlich. Hä, wir sind hier nicht für Pipifax da. Ich habe es gesagt, oder habe ich es gesagt? Ah, richtig gut. Nur mit Beautyblender. Oh. Ich gebe dir den nicht. Wie? Nimm diesen schwarzen schon. Ich darf jetzt leider meine Foundation nur mit dem Beautyblender auftragen. Was nehme ich denn da? Ich kriege gerade noch genug in mein Gesicht. Ach, guck mal, wir nehmen beide Nabla, Leute. Meine Mascara ist fast leer, deswegen, ne, die müsste jetzt eh quasi in die Aufgebrauchkiste gehen, die Nabla Vicious. Und ich habe den Nabla Skin Realist, den ich heute als Foundation benutze. Das wird so falsch sein. Aber ihr bekommt mit Claudis Welt 15% Rabatt bei Purish of Nabla. Es ist so falsch. Es ist so falsch! Aber gut, immerhin habe ich einen guten Primer, ne? Dann hält das wenigstens gut. Ja, das wäre auch tragisch, wenn das schnell abgeht. Ich muss sagen, den trage ich am liebsten eigentlich vorher mit einem Pinselchen auf.
Talia ist scharf. Oh no. Ich mache mir nur Sorgen um dich, dass dir das vielleicht wehtut. Nein, das ist eine sehr, sehr... Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe diese Mascara ja noch nie auf diese Art und Weise wahrnehmen können. Nee, du fühlst das jetzt mit ganz anderem Intensität. Absolut. Kannst du die fürs Gesicht empfehlen? Also also wirklich nicht pieksig, sehr weich die Borsten, beziehungsweise die Gumminoppen, ne? Und ich finde auch, dass man sehr präzise damit arbeiten kann. Siehst du? Ne? Also sie schmiert nicht. Stempelt wahrscheinlich immer nicht ab. Aber sie ist nicht wasserfest. Nö, das also, ist ganz schade gerade. Ja. Mann. Ich habe einfach jetzt schon so viel Produkt in meinem Gesicht, dass... Nein, das ist ja furchtbar, Mann. Oh. Ich sag's dir, das kommt jetzt als Rache gleich Concealer grün bei mir oder so. Ich sehe einfach viel zu gut aus gerade. Ja, wirklich. Das bleibt nicht so, das soll auch nicht, sonst ist es nicht so lustig. Nein. Es ist in Ordnung, wenn es jetzt schlimm wird für mich. Nicht lachen. Du hast ihn schon, ja? Ja, ich hab ihn schon, glaube ich. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Oh mein Gott, ich halte es nicht aus. Was ist es? Was ist das? Concealer, ne? Ja? Nee, Bronzer. Oh, der bewegt sich nicht. Nein. Dann wäre nämlich die Mascara wieder im Spiel, ne? Aha, geil. Ich hab den ganzen Turm einfach. Was hast du denn da unbedingt haben wollen, sag mal? Ohne Hände. Meine Hände zittern. Ja. Ohne Hände, mit großem Pinsel. Ich nehme diesen Pinsel. Großer Pinsel. Ohne Hände. Ohne Hände. Ist das in Ordnung? Ja. Ich habe ja meinen Bronzer. Das ist dann dieser hier von Revolution Holiday Romance Bronzer Reloaded. Feier ich jetzt schon. Ich nehme übrigens wieder den Concealer von ihm. Ich trage das einfach mit meinem Sponge auf. Das ist sehr richtig ungesund für meine Zähne gerade. Ich nehme nur meine Lippen. Sie weint einfach um ihre Zähne, um ihre Lippen. Und ich? Wo concealst du dich denn? Am Kinn? Aufhellen. Das soll schön aussehen. Das Lippenherz möchte auch ein bisschen aufgehellt werden. Und ich möchte auch immer super gerne hier meine Rötung ein bisschen abdecken. Da hilft ein Concealer echt gut. Oh, ist das schön. Also ich finde, dass unsere Base auch irgendwie so ein bisschen... Ja, die ist noch zu rutschig und so, ne? Wir müssen die so langsam setten und deswegen ist Puder jetzt unfassbar wichtig. Ja. Ja. Da. Ich habe Angst. Mascara ist wieder im Spiel. Oh nein. Und? Mit Foundation. Puder mit Foundation. Finde ich gut. Du kannst alles abdecken. Den. Und? Der andere entscheidet das Produkt. Ich darf mein Leben jetzt abdecken und verwende die Estee Lauder Double Wear Foundation in einer falschen Farbe. Ist nicht schlimm. Hoffentlich. Also jetzt können wir wirklich mal gucken, wie deckend ist die Foundation. Die deckt es ab. Mal gucken. Die deckt wirklich dein Leben ab. Und ich habe mich dafür entschieden, dass Sarah Isabel bitte ein Highlighter als Puder verwenden darf. Samantha March, Ofra habe ich hier am Start. Hast du noch einen Wunsch, welche Farbe ich benutze oder all over? Alle. Wundervoll. Sie ist immer so feenhaft und dann finde ich das so schön, wenn sie so glitzert in der Sonne. Wie Edward. Vampir, ich bin eigentlich ein Vampir. Gönnen du kannst wir? Die ganze Flasche leer machen, meinetwegen. Ich könnte, die saut so heftig rum. Ja, ich habe dafür damals irgendwann mal so einen Pumper genommen. Ja, von 15 Euro wollten wir dafür haben. Du kannst ja den von, ich glaube, Triacle Moon oder so nehmen. Da gibt es ja so kleine Viecher. Ich nehme jetzt einfach mal die ganze Flasche in mein Gesicht. Darfst du? Benutzt die gerade nicht mehr. Das sieht gar nicht so blöd aus. Ich bin nett, ne? Sie verbindet sich halt leider total mit der Mascara. Ich sehe aus wie eine Moorleiche. Ich sehe aus wie eine Glitzerfee. Wow. Wow. Vor allem du hast vorgeschlagen, dass wir noch zu Burger King gehen können. Egal wie das aussieht in der Hälfte theoretisch. So, gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ja. Ja. Wie nennen wir das Video? Glitzerfee, wir versus Moorleiche. Hörst du das?
Was ist denn? Es fing so gut an. Es fing wirklich gut an. Mein Highlighter creased. Oh nein. Oh nein. Ich finde, dass das nicht so ganz zum Hals passt. Ich muss es theoretisch ein bisschen nach unten verblenden. Bis wohin nach unten? Bis zu den Füßen. Ich finde, die läuft so ein bisschen in die Nasenfalte, ne? Mhm. Vor allem in 200 Schichten, wie du die hast schon. Ey, komm. Ein leichter Olivstich, ne? Und ich sehe ein bisschen aus wie ein Dalmatiner, aber hey, ich fühle mich wohl. Du bist ein süßer Dalmatiner. Wuff. Jetzt ist es die Glitzer-Elf und der süße Dalmatiner. Besser als Moorleiche auf jeden Fall, ey. Auf jeden Fall. Oh, wow, okay. Bist du ready? Was machen wir als nächstes? Bronzer? Weinen? Ja, stimmt. Nach Puder kommt bekanntermaßen Bronzer. Ja. Finger bringen mir Glück. Das klingt komisch. Oh nein, hast du wieder ein... Ah nee, okay, du kannst ihn rausnehmen. Und es ist für Bronzer... Ich will gar nicht drauf gucken. Los jetzt! Neuestes Produkt! Wuh. Nein! Schwarz! Oh nein! Ja, dann... You are beautiful. No matter what they say, words can bring you down. Ich habe jetzt einen Bronzer. Und zwar den neuesten Bronzer, den Sarah Isabel hat. Den hat sie von mir heute geschenkt gekriegt. Made by Mitchell, ein Blush. Jo, Shady Business, auch den kriegt ihr, glaube ich, aktuell bei Purish mit dem Code Claudies15 ein bisschen günstiger. Ja, und ich habe ja schwarz gezogen. Ich benutze die Life's a Party Palette von Make-up Obsession. Denn die hat einen wunderschönen... Oh! Ja, da fällt mir schon alles aus der Hand. Einen Schwarzton, dort einen matten. Das ist so die erste Palette, die mir eingefallen ist, wo einer drin ist. Let's do this. Oh, ich trage meine Foundation ab. Man sieht den Bronzer nicht, weil er einfach zu hell ist. Oh, stimmt. Da musst du wohl aufbauen. Ich habe das überall aufgetragen, wie ich das sonst auch auftragen würde. Man kann sich nicht mehr ernst nehmen, ne? Doch, Blush rettet alles. Ich bin davon überzeugt. Ja, dann schauen wir mal, was der Blush so retten wird. Oh nein. Und? Was ist das? Was ist das? Make-up-Tool-Küche. Na, oh, meine Lippen sind dann richtig. Was ist das denn? Highlighter. Also, ich habe mir jetzt hier ein Küchentool organisiert. Und zwar ist es dieser wunderschöne Schwamm. Sarah Isabel hat mir nämlich gestern Abend gesagt, ich sollte so einen Küchenschwamm mitbringen, der auf der einen Seite vielleicht so einen Flauschi hat. Ich habe mir nichts dabei gedacht, habe den mitgebracht und jetzt darf ich den sogar verwenden. Und das wird verwendet mit dem Rival de Loop Young Tropical Heat Blusher, der übrigens einer meiner Lieblingsblushes ist und farblich sehr gut zu meinem Oberteil passt. Ist eigentlich voll lustig, dass wir heute wirklich nur mit Produkten aus meiner Sammlung arbeiten. Ja. Ja, gönn dir. Und bei mir ist es so, ich darf ja noch mehr Highlighter auftragen. Oh! Er hat das Mikrofon nicht reingesteckt vorhin. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen... Wo ist eigentlich das Mikro? Ah, stimmt. Du bist so gut. Danke, du hast das Video gerettet. Mikrofon ist wieder drin. Richtig professional heute unterwegs. Entschuldigung für den schlechten Ton an dieser Stelle. Es war meine technische Aufgabe, die habe ich vermasselt. Da dumm. Da dumm. Entschuldigung. Ja, dafür schmiere ich mir jetzt ein bisschen Highlighter als Blush ins Gesicht und ich nutze diesen da. Meine Nase juckt. Du musst die grobe Seite nehmen. Oh nein, dann nimm die Foundation ab. Oh nein, stimmt. Bitter not. Da steigt mir die Schamesröte ins Gesicht. Und du siehst aus wie eine Space Lady. Wie viel Highlighter willst du? Ja. Ja. Ist das nicht schön, dass wir gleich zum Highlighter kommen? Stimmt. Das ist, glaube ich, eigentlich noch das, was mir gerade in meinem Leben fehlt. Richtig gute Highlighter eigentlich. Ja, siehst so matt aus, ne? Ich bin bereit. Ich sag's, wie es ist. Ich bin bereit. Oh, mein Gesicht möchte gerne ein Leben haben, ey. Ich habe genug davon. Willst du was abhaben?
Ich sehe, glaube ich, noch nie so gut aus. Vor allem, weißt du, das ist eigentlich auch so richtig lustig, weil ich ja immer sage, es gibt nicht genug Glitzer. Ja, es passt. Es passt. Und ich so, ich liebe Mascara. Und so, sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Aber wirklich. Ja, wir sehen wunderschön aus. Und jetzt müssen wir ein bisschen Glow in die Sache reinbringen. Oh ja, Baby, komm zu Mama. Was hast du da für Highlighter? Na ja, mit High-End-Produkt. Nein, nein, nein. Rot. Oh, das ist ja eine schöne Schublade hier. Was? Wow. Ey! Das ist das da, wo das Chaos gibt. Ich sehe hier Schubladen, Leute. Hallo. Ich darf einen Highlighter in High-End verwenden. Und da habe ich hier den du ja schon im ganzen Gesicht hast, weil ich finde, das sieht schön aus, von Ofra. By Samantha March, Start Inspired. Und ganz ehrlich, das war das erste PR-Produkt, was ich von Purish gekriegt habe. Schaut so aus. Du hast eine ganze Collection zu. Ja. Ja, und ich darf ja einen roten Highlighter benutzen und nehme von Essence aus dieser alten Limited Edition die Blush und Highlighting Palette und nehme diesen wunderschönen. In der Kamera sieht er gar nicht so rot aus, aber er ist schon ziemlich rot. Er ist rot. Pretty von Mr. Apple. Alles klar. Ich nehme so einen dezenten Highlighter-Pinsel von BH Cosmetics und gehe hier einmal komplett durch. Ich nehme diesen riesigen Pinsel und gebe das einfach in mein Gesicht auf. Weil jetzt ist es auch egal. Oh, ich finde den so schön. Der ist richtig schön. Der ist so schön, dass die Kamera sogar durchdreht. Mit der Helligkeit hast du gerade gesehen? Ja. Ich finde den auch schön. Ja, weil du den im ganzen Gesicht hast und die Kamera sich denkt, ja, was soll ich denn die kleine Stelle jetzt hier fokussieren, wenn ich da doch die ganze Lady fokussieren kann? Ich leuchte einfach mit dem Mond. Was ist das? Ich habe Fragen. Viele. Keine Antworten. Ich finde das... Sag nichts. Sag einfach nichts. Ich will tanzen. Du siehst aus wie eine Disco-Kugel. Ja. Mach das Licht aus. Ich drehe mich eine Runde. Ihr Lieben, ihr habt jetzt hier den ersten Teil genossen. Und um 19:30 geht die Party weiter, und zwar auf ihrem Kanal. Meiner Disco-Kugel. Ja, mal gucken, ob sie sich nachher wirklich drehen wird. Ich raste aus. ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das erwartet hättet, dass das Ganze so eskaliert. Also ich weiß nicht, wir haben jetzt, ich glaube, eine Stunde gebraucht, um so auszusehen. Länger, 1,5 Stunden. Das ist ein echtes Meisterwerk. Wow. Und ja, das war es jetzt hier von uns und diesem überkrassen Video. Aber es geht ja noch weiter auf deinem Kanal, 19:30. Ich bin auf jeden Fall am Start, ihr hoffentlich auch. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich hoffe, ich habe keine blauen Achseln mehr, denn ich habe eben ein blaues Oberteil getragen. Ich verlinke dir einfach hier so um uns herum unsere Kanäle, die Ungeschön-Playlist, dies, das, Ananas. Gönnt euch hart und abonniert mich auch sehr gerne, falls ihr möchtet. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!